Hey Guys, willkommen zum letzten Part von Limbo. Wir haben einiges schon überstanden und es wird immer verrückter. Wie geht es nun weiter? Ein riesiger Reifen, aber offensichtlich hat er keine Bedeutung. Denn ich kann hier ganz normal weitergehen. Ich habe geguckt, wir haben noch 2 Kapitel zu schaffen. Also wir sind wirklich hier kurz vor dem Ziel. Ich müsste schon massiv failen. Wenn ich in diesem Part das Spiel nicht beende. Was zum Teufel muss ich machen? Ach so, ich brauche die Kiste, um da hochzukommen. Okay. Ah, warte. Weg da! Oh. Kiste bringt mich noch um. Nein, ich muss sie rüberschieben, verdammt. Mist. Jetzt aber los. Und los. Aber das allein reicht noch nicht. Ich muss mir noch mal Zeit verschaffen, verflixt. Und los. Laufen. Da hoch. Dann da hoch. Und. Ja. War doch gar nicht so schwer. Aber der Mist geht gleich weiter. Was nun? Wieder so eine Kanone. Und ein Magnet. Was? Wieso? Hey, komm, woher sollte ich wissen, dass es loslässt? Ach so, jetzt kapiere ich es erst. Das ist jetzt im Dauerzustand. Ah. Es wird jetzt immer hoch und runter gehen. Man hört es ja auch an der Musik. Wenn es schnell ist, dann ändert sich's. Alles klar. Hoch mit dir! Perfekt, ich hätte noch ein bisschen warten müssen. Ein bisschen warten. Fuck. Und runter. Bam, 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 bam. Und jetzt. Jetzt konnte ich aber den verdammten Magneten nicht auslösen. Zum... Wieso hat das jetzt nicht geklappt, Mann? Der Magnet zieht den Scheiß doch nach unten, oder nicht? Ich muss echt sagen, ich schnall's nicht. Ach so. Okay. Ich hatte einen Denkfehler, sorry. Der Magnet ist schon an. Das Ding wird festgehalten. Ich muss ihn erstmal lösen. Das machen wir jetzt. Warte. So, jetzt ist er locker. Und jetzt bringe ich mich in Sicherheit. Weil jetzt fällt das Teil eben. Genauso wie die Schwerkraft. Und jetzt gehen wir rüber, weil wir jetzt genug Zeit haben. Jetzt wird es runterfliegen, aber ich kann eben da hoch. Ich muss nur schnell durch. Ja. Okay, endlich. Ja, und jetzt? Verfluchte Kacke. Da oben ist... Kann mir einer sagen, was ich da schon wieder falsch gemacht habe? Wenigstens ist dann safe. Ah, da war es einfach nur das Timing, fällt mir gerade auf. Ja. Da ist es, das Timing. Runter. Und hoch! Und hier wieder runter. Ach du Scheiße, was jetzt? Hier ist auch wieder Timing. Fallen lassen und... Nein! Ich sterbe jetzt dann vergleichsweise oft, ne? Und hoch! Dann halt nicht. Ja, das war zu spät. Jetzt. Man muss es mitmachen, auch wenn es jetzt blöd klingt mit dem. Aber das hilft wirklich. Und jetzt.
Was? Hä? Ach so, im Fallen. Im Fallen muss ich das machen. Denke ich. Oder? Ich blick gar nichts hier jetzt. Nee, auch nicht. Ja, dann, oder doch. Aber ich muss hier warten. Ja. Das ist es. Ich muss hier warten. Bis es sich eben umkehrt. Kurz vorher das hier aktivieren. Ich traue mich nicht so ran. Man muss nicht so lange warten wie bei den anderen Rätseln. Hier muss man schon relativ früh rübergehen. Jetzt vielleicht. Wieso funktioniert das nicht? Es muss im Fallen sein. Und das kann nur sein, wenn es sich umkehrt, während ich bei diesem blöden Pfeil bin. Löst ihn doch... Oh! Ja, boah. Jetzt bin ich um einen Millimeter gestorben, ey. Beziehungsweise hab's um einen Millimeter nicht geschafft. Verdammt. Da muss das Timing so übelst perfekt sein. Nee. So nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert doch nicht. Und gerade fällt mir auch auf, was für ein Vollidiot ich bin. Ich bin so dämlich. Oh Mann, alles falsch gemacht. Oh, bin ich blöd. Ja. Wenn man von hier unten direkt nach oben geht, dann landet man bei der Kreissäge. Aber wenn man hier ein bisschen wartet, dann nicht. Dann dreht es sich um. Und dann muss man es eigentlich auswählen, was ich auch gedrückt habe, aber es hat nicht funktioniert. Ich hämmer jetzt halt auf diesen Knopf drauf. Kann mir einer sagen, warum es trotzdem nicht funktioniert hat? Obwohl, ich weiß schon, weil ich auch noch Schwung brauche. Damit ich nicht gleich nach rechts segle, sondern erst ein bisschen später. Ja, meine Fresse, na endlich. Es war nicht schwer, ey. Und jetzt, was ist jetzt los? Ist es das Ende? Es wäre so schlecht, wenn ich jetzt halt irgendwie sterbe, beim Aufprall des Genick mir breche oder mir so ein Glassplitter in die Kehle gedonnert wird. Aber so wie das aussieht, ist es echt so. Das wäre das lämste Ende eines Spiels, das ich jemals nur mitbekommen habe. Was zur Hölle? Nicht dein Ernst jetzt? Kann ich irgendwas machen? Die Augen gehen zumindest wieder auf. Ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Na, komm, wach auf. Ja. Das ist jetzt wie am Anfang irgendwie. Da war es genauso. Yeah. Und jetzt sind wir wieder im Wald. Ah ja. Ich kann nicht mehr springen. Da ist sie.
Meine Schwester. Okay, auch wenn ich den Sinn des Spiels nicht verstanden habe, ist es dennoch ein lustiges Rätselspiel mit verschiedenen Toten und definitiv spielenswert. Meine persönliche Wertung ist zweigeteilt. Die erste Hälfte des Spiels war sehr, sehr gut. Also im Wald mit der Spinne und dem Ganzen, mit den Jungs und so, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. In der Fabrik, muss ich sagen, war es dann zeitweise ein bisschen übertrieben. Die Rätsel wurden natürlich schwieriger, das ist gut. Aber es hat mich nicht mehr so ganz gepackt wie im Wald noch. Also wirklich bis zur Hälfte ist es richtig geil. Und danach ist es noch okay. Also auf jeden Fall die 2,50 € bis 5 € oder was auch immer es kostet, ist es auf jeden Fall wert. Es ist ein schöner Zeitvertreib, den man sich gerne ja, antun kann, in Anführungsstrichen. Ich kann es empfehlen. Ist mit Sicherheit eines der besten Indie-Games, das stimmt. Und allzu viel länger hätte das Spiel jetzt eigentlich auch tatsächlich nicht sein müssen, weil es war halt einfach immer das gleiche Prinzip und deswegen musste man da auch irgendwo ein Ende setzen. Ich denke, dass es von der Spielzeit her, obwohl die kritisiert wird, genau richtig ist. Ja, das ist meine eigene Meinung. Eure würde mich in den Kommentaren interessieren. Ein letztes Däumchen für mich als Let's Player und für die Entwickler. Und dann sehen wir uns bei neuen Projekten ganz bald wieder. Moment! Nicht abschalten. Ich habe da doch noch etwas herausgefunden, das das Ende ein wenig erklären würde. Und zwar ist es nämlich so: Der Junge, den wir gespielt haben, der ist tot. Und er hat seine Schwester gesucht. Das wussten wir ja schon. Und er ist deshalb durch den Limbo gegangen. Limbo ist die Zwischenwelt zwischen Tod und Hölle. Das wusste ich auch noch nicht. Und einfach wegen der Sehnsucht nach seiner Schwester hat er den Weg durch den Limbo auf sich genommen, durch diese ganzen Gefahren, um sie eben wiederzufinden. Aber das Seil, das hier an der Leiter hängt, das ist nicht umsonst da. Die Schwester hat sich aufgrund des Schmerzes, der Verlust ihres Bruders selbst erhängt und ist ebenfalls tot. Deswegen schwirren hier die Fliegen rum. Die könnt ihr aber wahrscheinlich nur sehen, wenn ihr auf 720p, 1080p oder Original geschaltet habt. Also ein richtig, richtig trauriges Ende. Aber kann nicht immer Happy Ends geben, ne? Jetzt sind sie ja vielleicht gemeinsam in der Hölle. Ist auch nicht schlecht, würde ich sagen. Also, bis bald.